heute ist die letzte Chance, dass ich mein Auto verkaufen kann. Das heißt, ich mache heute nochmal den letzten Versuch. Ansonsten wird der heute auch noch vom Depos angemeldet. So ein Ding ist es nämlich. Und es ist wieder kein Händler da. Ach, das ist zum Kotzen einfach. So, also da unten ist der letzte Gebrauchtwagenhändler. Wenn ich da den jetzt nicht loswerde, dann fahre ich zum Depos und dann lasse ich den eintragen. Ne, muss nicht noch zum Ministerium mir ein Nummernschild kaufen, damit. Aber die Frage ist, soll ich mir noch ein bestimmtes Kennzeichen geben lassen? Nein, ist auch wieder nichts. Ach, shit. Müssen wir jetzt kurz mal zum Ministerium hier noch ein Nummernschild kaufen. Wir könnten uns höchstens noch Namen vielleicht ausdenken. Also so ein Kennzeichen, Namen, weil ich vielleicht auf das Fahrzeug... Soll ich da was Bestimmtes draufklatschen? Mini zum Beispiel? Wenn Mini vielleicht geht, dann würde ich vielleicht sogar probieren... Oder ich würde mal probieren, den Mini zu nennen. Hätte, glaube ich, was. Aber ich weiß nicht, was ich da sonst vielleicht für Kennzeichen nehmen sollte. Absolut keine Ahnung. Der ist, glaube ich, wirklich safe vergeben. Ja, Helge, ich will es gerade mit dir klären, Digga. Jetzt sei nicht stur wie ein Kleinkind. So, Kennzeichen ist gekauft. Also, wir schauen jetzt einfach mal gleich zum Depot hin. Und dann probieren wir jetzt mal Mini aus. Wir können Cabrio ausprobieren. Code 1031. Ja, das sagt mir auch wieder nichts. Was das für ein Code ist. Also... Ich könnte es mir vielleicht so ableiten mit 31er einfach den Code 31 oder Paragraph 31, wie halt in Real Life. Ach so, 1031 ist Streamer. Zu geil, zu geil. Okay, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Benutzen. 8 Zeichen. Mini? Er war noch nicht vergeben. Der Name war noch nie vergeben. Das Kennzeichen war noch frei. Oh shit, Mann. Okay. Ja, jetzt müssen wir die 30.000 halt mal aufbringen. Aber wie geil ist das denn? Mini. Einfach nur Mini. Okay. Wie geil ist das denn? Einfach nur Mini. Das ist ja zu geil. Also, Depos möchte gerne meinen EC2 anmelden. Bin bei der Verwahrstelle. Ja, Rechtschreibfehler, wer sich findet, dass sie gerne behalten. Kann ich das nicht einfach so schreiben? Scheiße. Okay, wahrscheinlich Fail des Jahrhunderts. Ach so, der muss da vorher nachgucken, oder? Scheiße, bitte nicht. Bitte nicht. Weil da habe ich jetzt das benutztes Kennzeichen. Das kann ich wegschmeißen wahrscheinlich. Weiß ich ja nicht in-game. Also, ich würde sagen, aus Fehlern lernt man. Und ich würde sagen, ja, ich muss halt dann vielleicht nochmal ein Kennzeichen kaufen. Wahrscheinlich. Vielleicht habe ich Glück. Ja, jetzt will ich sowieso erst mal hier gucken. Vielleicht hat der Typ ja vom Depost ja ein Kennzeichen dabei, weiß man ja nicht. Vielleicht haben wir ja da Glück. Aber ich glaube, ein benutztes Kennzeichen werde ich jetzt dann nicht mehr umfunktionieren können. Das ist ein bisschen problematisch. Hola. Oha, ja. Hi, ja. Ja, wo bist denn du gerade? Ich bin gerade Depoststelle, also ich habe da servicemäßig entgegengenommen und da fährt gerade der Typ rein. Achso, wenn du vorbeikommen möchtest, einfach Depost, normale Verwahrstelle. Ich bin gerade dabei. Ich melde mich, obwohl nee, ich melde mich nicht, ich bin einfach dann da, ne? genau. Alles klar. Aber hau bloß nicht ab, ne? Oh Gott, hier liegt okay, bis alles gut? Bis gleich, moin, bis moin. Gleich. Oh mein Gott. Hola. Sie wollen das Fahrzeug anmelden? Ja, genau. Kennzeichen haben Sie mit? Ja, ich hätte
Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht, oder? Also, ich habe ein Kennzeichen dabei Ja. und habe das auch schon beschriftet. Das ist problematisch, oder? Kann problematisch werden, wenn es nicht, verfügbar ist, das Kennzeichen. Das müssten wir aber einmal überprüfen. Ja, das ist bestimmt zum Vergeben. Ich habe einfach Mini als Kennzeichen. Einfach nur Mini. Genau. Einen Moment. Mini, ne? Genau. Nö, da finde ich nichts. Aber. Einen Moment, ich muss nochmal auf einer anderen Liste nachgucken. Hatte jetzt hier nichts. Einen Moment. Wir haben da so verschiedene Listen, wo wir mit dem Kennzeichen das nachgucken können. Okay. Ist das einmal, das dürfen Sie vielleicht gar nicht sagen, aber ist das eher so einmal so Zivilist und einmal so irgendwie. Moin. Oh, hallo, hallo. Moin. Rico, bist du es? Rico, Rico, Rico? Da ist er wieder weg. Ich sehe es jetzt leider nicht. Nee, das hat mit Zivilist zu tun. Das ist Achso. dann was anderes. Nee, dann ist ein anderer Kollege. Achso, nee, wegen den Listen. Nee, ich bin jetzt nur mit der Liste am gucken. Ich muss einmal da eventuell einen Kollegen anrufen, weil ich mir da jetzt selber nicht sicher bin. Weil Leon, ich habe einfach Kennzeichen beschriftet mit Mini und jetzt muss ich gucken, ob ich das überhaupt verwenden darf. Verdammt. Ja, scheiße. Einen Moment, ich rufe mal kurz einen Kollegen an. Aber ich denke mal, das wird nächstes Minute, wird bestimmt schon belegt sein. Aber es sieht gut aus. Er hat auf Liste nachgeguckt und er hat gesagt, das ist frei. Aber der Ja, hat aber mehrere Listen. er muss Leitstelle übernehmen. Bei Fahrschule bis jetzt immer, wenn ich Fahrzeug angemeldet habe, ein Wunschkennzeichen, hieß es immer, Jo, ich übernehme kurz Leitstelle für Kennzeichenüberprüfung. Du musst erstmal nachfragen, ob du das Kennzeichen, ob das Kennzeichen frei ist, bevor du es beschriftest. Ja, ich glaube, ich habe noch nie. Weil ich glaube, du hast jetzt 30.000 bezahlt. Ne, ich habe nur 5.000 mäßig im Moment bezahlt. Ja, aber die 30.000 geht von deinem Konto ab, sobald du ein Wunschkennzeichen hast. Aber ich habe es ja noch nicht. Ja, aber du hast es ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon Beschriftung zählt. Ich glaube, Anmeldung zählt dann, ne? Ich weiß es nicht, Das aber. wird die Anmeldung daneben sein. Also im schlimmsten Fall müsste ich vielleicht nochmal zum Ministerium nochmal ein Kennzeichen holen. Vielleicht hat der Depostmensch auch was dabei. Also so unbenutztes Kennzeichen. Ja, du hättest auch einfach zur Fahrschule fahren können, ne? Ach, da geht das auch. Ja, bei Fahrschule geht das auch und da ist es sogar meistens schneller. Weil du kannst ja. Du fährst einfach zur Fahrschule hin, machst ein Dispatch. Kfz-Anmeldung, Service wird angenommen, ruft den Namen auf, easy. Geben Sie mir das Kennzeichen mal, aber ich kann Ihnen schon mal sagen, es sieht gar nicht so schlecht für Sie aus. Okay, ja, ich gebe Ihnen noch mal kurz das Kennzeichen. So. Guck mir das einmal an noch. Und du hast jetzt Mini genommen, ne? Genau. Ja, Mini könnte man jetzt aber auch falsch verstehen, ne? Das ist das einzige Mini, was Ne, bei mir also ist. ich kann Ihnen schon mal sagen, bei uns, also Sie können das im Prinzip drauf. Oh, wer ruft denn jetzt an? Einen Moment, halt Oh stopp. Mann, Manuel. Also Mini, bist du sicher, dass du Mini nehmen willst? Weil ich denke mal, dass die Leute dann im Würfelpark sagen, ah, es ist das Einzige, was bei dir Mini ist. Das ist einfach Mini und das ist sowieso nur zum Poster Ja, aber andere werden dann sagen, ich glaube, du hast was anderes, was Mini ist. Und das ist nicht das mäßig. Auto. Das ist ein gutes Gesprächsthema dann. So Eisbrecher. Werden Wie will. nennt man Achso, das? nicht rumzuschreien. Ich glaube ja, das ist der Eisbrecher dann, ne? Genau. Ja, boah, da hast du aber auch nur ein, zwei Sätze gesagt, ne? Das reicht schon. Achso, das reicht, okay. Eisbrecher ist doch immer so, ja, dass einfach das Gespräch so anrollt. Ja. Und wenn so ein bisschen so interaktionmäßig war, so mit dem Gegenüber, so, dann kann man eben so schon sagen, ja, der gefällt mir oder nicht. Okay. Rückversichert, weil man. Wir haben da so Vorschriften und da gibt es ja in Europa diese Marke, sieht ja auch aus wie ein Mini, deswegen da gibt es so ein bisschen. Aber wir Pro. können es drauf machen. Sehr gut, sehr gut. Dann setzt sich der Fahrzeugbesitzer einmal auf den Fahrersitz. Ja, okay. Ja, war eigentlich wieder mal vorbei. Was sogar Cabrio ist ja stabil. Ja, ist gut, oder? Ja, sieht. Oh, hier mal den Anmelde. Ist sogar mit Unterbodenbeleuchtung. Eieiei. Ja, hast du den mit Unterbodenbeleuchtung bekommen? Ach ja, stimmt, ja, hast du, ne? Genau. Dieses Kennzeichen ist bereits registriert. Hä? Wie kann denn das? Och, Manu. Wie kann denn das sein? Das kam bei mir aber nirgends raus. Och, Manu, schade aber. Dann fehlt der irgendwie in Ey, Manu, Liste, kannst du der mal kurz Name. Motoren machen, ein bisschen vor und zurückfahren? Bei mir drehen die Reifen durch. Ach so, Einen Moment. So? Hoppla. Ja, besser.
Ja, Manu, dann versuch's mal mit Capri oder so. Ja, das Kennzeichen ist jetzt, ich probiere es nochmal dran zu machen, aber er sagt bei mir, das wäre schon irgendwie Ja, können Sie da nachvollziehen, wer. im Also. Normalfall schon, aber wenn ich das Kennzeichen so eingehe, dieses Kennzeichen ist bereits registriert. Kann das vielleicht sein, dass das Fahrzeug mit dem Kennzeichen minimal abgemeldet wurde, aber es nicht registriert wurde in Ihrer Liste? Nee, ich sehe ja direkt die Kennzeichen, ich sehe ja nicht Fahrzeuge. Also ich sehe zwar, wenn. Nee, hier kommt nichts. Hier kommt absolut nichts. Weil ich rufe nochmal den anderen Kollegen an, weil ich mache das selber noch nicht so lange. Ach so. Deswegen, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ach, Wie Manu. ist das? Mein Kollege Messi hat eben jetzt gesagt, Jo, René, also. pass mal auf, wenn ich Weil ich ich möchte meine halt beim fragen, ob Kennzeichen die suche, Fahrschule die gleiche Liste hat wie die zeigt er nicht. Ja, doch, doch, das ist ja eine Liste, weil sonst Ja. müssen die sich ja immer gegenseitig absprechen, wer welche Autos registriert hat. Ich denke mal, das ist eine große Liste mit registrierten Kennzeichen, wahrscheinlich im Stadtregister oder so. Und dann wird diese Liste abgefragt, ne? Ja, wahrscheinlich dann. Ja, würde ja keinen Sinn machen, wenn es zwei Listen gibt, ne? Stell dir vor, D-Post meldet gerade ein Kennzeichen mit, oh, was weiß ich, Tina an und dann jemand möchte bei der Fahrschule auch das Kennzeichen Tina haben und dann gibt es zwei Autos mit dem Kennzeichen Tina. Geht ja nicht. Muss ja eine Liste da wahrscheinlich sein. Das Ding ist, Ja. ich hätte in meiner Wohnung, jetzt bitte nicht lachen, Ja, sag habe einfach. ich noch Kennzeichen mit Acer. Ja, nimm die doch. Dann würde ich das wahrscheinlich einfach nehmen, dass ich meinen Namen selber schon reserviere einfach. Ja, mein Auto ist doch auch mit meinem Nachnamen gekennzeichnet. Ja, aber bei dir ist einfach, ich sage mal, Hauptauto. Das ist ja einfach bloß zum Ach, Poster. was für Hauptauto? Das ist zwar jetzt mein Hauptauto, aber wenn ich später eine bessere Karre habe, dann habe ich ein anderes Hauptauto. Genau, Aber. und dann würdest du ja das umswitchen. Ja, nö, dann würde ich einfach mal mein Hauptauto mit Anfangsbuchstaben von Vornamen nehmen und dann den Nachnamen. Guck gerade, ach, der steht draußen, oder? Ist der rausgelaufen? Ach so, D-Post? Ja, der Mensch. Ich glaube, hier in der Nähe ist die Zentrale vom D-Post. Deswegen, vielleicht läuft er zur Zentrale hin. Ach so. Weil dann müsste ich nicht nochmal 5000 abzwacken, Ja, dann musst um. du sonst nach Hause fahren und dann dein Kennzeichen da holen. Genau, das war das Schlimmste dann halt eben. Ja, nee, das Schlimmste wäre, wenn du jetzt zur Regierung fahren müsstest und ein neues Kennzeichen kaufen müsstest. Das wäre das Schlimmste. Ja, dann sind es wieder 5000, das ist. Eine Stunde, halbe Stunde Bohnen. Kaffeebohnen, natürlich. Ich wollte gerade sagen, mit deinem Bohnen machst du ja mehr. Stell es mal hier auf den freien Platz, bitte, das Auto. Okay, ja. Also. Ja, einen Moment, ich probier's mal wieder. Nö. Das bringt immer die Meldung. Und dann tut uns halt unendlich leid, aber da müssen Sie jetzt wirklich ein neues Kennzeichen holen. Ich hätte noch einen Plan B. Vorsicht, ich würde die Tür gerade aufmachen. Ja. Also Wiederbeschriften geht nicht, ne? Das ist kein Problem, aber ich war so Ja. schlau oder so dumm, das kann man jetzt so sagen, wie man möchte. Ich habe damals schon ein Kennzeichen beschriftet. Das könnten wir jetzt abfragen, ob das Ja. vielleicht noch verfügbar ist. Ja. Was jetzt eigentlich auch nicht so geklappt hat mit Mini, aber trotzdem. Ich würde Ihnen einfach kurz meinen Ausweis geben, weil ich habe Acer, also einfach den Nachnamen habe ich so beschriftet auf Kennzeichen. Okay, dann überprüfe ich das mal. AZER. Genau. Warte, würde ich das vielleicht nehmen. Es gibt Razer, es gibt Laser, es gibt Mr. Laser und es gibt Azeroth oder Azeroth. Okay, Mr. Laser ist aber ein guter Name. Mr. Laser ist echt killer. Mr. Laser ist nicht schlecht, ja. Der ist aber auch schon, der ist schon fast ein ganzes Jahr so angemeldet. Aber Oh Mann, Acer Mr. wäre Laser. so in ihrer Acer Liste, wäre so? frei. AZER. Hinter so nix. Nee. Dann würde ich das holen. Ja. Dann muss ich nochmal Dispatch dann machen, oder? Nee, nee, ich weiß, ich bleib grad hier, ich gehe drüber zu den Kollegen, dann sprechen Sie mich einfach wieder an, wenn Sie hier sind. Alles klar, okay, dann bis gleich. Jo, ciao, ciao. Also hier wohne ich. Was, du wohnst hier bei den Borlas? Ja, genau. Du wohnst bei den Borlas als Vagos UG? Ja, so habe ich ja angefangen. Warten Sie, ich gebe Ihnen mal. Oder am Ja, besten Tobi, man sagen, hört ich dich gebe im dem Funk. Was war Kollegen nochmal im das Funk? Ja, genau, Ja, genau. er hat den Das Ohrwechsel vor dir benutzte ausfahren gestellt, das dann Kennzeichen. hält. Ey, Wenn Manu, sich soll mal ich das kurz, jetzt einfach ne? wegschmeißen? Das ist eh nicht mehr zu benutzen, ne? Ja, Ja, dann kannst du passt eigentlich das. dann Das ist wegschmeißen. das hätte ich Ja. ja auch könnten machen, ja.
Ja, ich komme. Oder natürlich ist das halt nicht mehr Wahrheit. Dimitri, das ist mein erstes fehlgeschlagenes Kennzeichen. Das nervt. Das ist halt das erste Auto, was ich richtig so mit bestimmten Kennzeichen anmelde. Ja, von fehlgeschlagen soll ihn also Andenken äußern. Kollege, da steht nicht. Eine vierstellige Nummer. Laser drauf. Da steht Karre drauf, ne? Oh ja. Och, Manu. Ist das Kennzeichen frei? Ich muss mal gucken. Das ist Home-Fehler. Was heißt denn, das ist zu lange her? Ey, ich hab nichts damit zu tun, bei mir hat's immer funktioniert mit meinem Kennzeichen. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mal hier auf meiner lustigen Liste nachgucken. Ach stimmt, das hatte ich gerade. Oh, Manu. Oh, ist das peinlich. Ach so, nee, die Wortspieler. Also Manu, wenn's frei ist, ist es ja kein Problem, also. Aua. Oh mein Gott. Ja, dann ist das vielleicht die Karre. Dann wird es einfach die Karre. Ja, du hast ja eh immer zu dem Auto Karre gesagt. Genau, die Karre am Würfelpark. Das wär's. Bitte, bitte, also bitte. Mit dem Kennzeichen sind sie am Würfelpark auf jeden Fall der King of Prairie geworden. Also. Und dafür habe ich einen Monat gebraucht. Oh mein Gott, Alter. Karre, ich guck nochmal. Ich habe nichts gefunden. Das sah eigentlich oh. Gut aus. Dann probiere ich mal nochmal. Och man, ey, du machst mich fertig, Alter. Okay. Jetzt brauchen wir irgendwie so spannende Musik. Ich bin schon mal mit Fieber hier, komm. Hol ich mal den Anschrauber jetzt wieder raus und dann wird jetzt die Karre angewendet. Io! Jawohl. Noch besser wie Mini! Oh. Fahren Sie mal ein Stück vor. Ja, sieht geil aus. Das war wahrscheinlich die schwerste Geburt ever, oder? Geben Sie zu. Sie sind noch. Ich sag mal so, ich mach das erst seit aber gestern. Ich hab mein eigenes Fahrzeug gemacht. Ich wollte gerade sagen, Sie machen das noch nicht so lange, aber das ist so ein bisschen so Highlight gewesen. Ja, auf jeden Highlight deswegen, weil einfach der Fehler, der vorhin bei dem anderen Kennzeichen aufgetreten ist, eigentlich nicht auftreten darf. Also der ist. Ja. Ja, stimmt, das war alles sehr, sehr komisch wieder, also. Aber sieht ja jetzt auch lustig aus mit Karre. Ist eigentlich viel besser als Mini. Ja. Karre. Okay, vielen Dank. Das wurde jetzt direkt vom Konto abgebucht, oder? Genau, die 30.000, die wurden direkt vom Konto abgebucht. Sehr gut. Alles klar. Jetzt gehe ich mir auch mein Auto suchen. Der hat der Günther nämlich irgendwie schon eingeparkt. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Adios. Ciao.